Halleluja, Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Ich war ja eben schon live hier im Rahmen der Seelenfreude-Challenge und ich dachte, ich probiere das jetzt hier mal aus, ob ich auch unterwegs ja Internet habe. Wir sind inzwischen ja unterwegs, mein Mann ist schon vorgelaufen. Das Letzte, was er mich gestern Abend gefragt hat, Schatz, läufst du morgen früh mit mir zwei Ortschaften weiter ins nahegelegene Schwimmbad? Und ich habe ja gesagt. So, jetzt mit Rucksack laufen. Ich gehe ja morgens auch immer gerne eine Runde laufen, so alleine um den Block bei uns. Oder jetzt, wenn es ab Juni morgens ganz früh schon hell ist, dann laufe ich auch in den Wald und laufe da eine Runde. Aber im Moment so geht das noch nicht. Es ist noch zu dunkel, wenn ich morgens aufstehe. Aber jetzt hier so mit Rucksack, ich habe ja auch meinen Rucksack noch auf, da zu laufen, das war mir jetzt doch zu mühselig. Deshalb habe ich gesagt, Schatz, lauf vor, ich finde das Schwimmbad. Und dachte, ich gehe jetzt mal nochmal live. Denn mir ist gerade so nochmal der Gedanke gekommen, wo ich jetzt hier so in der Natur unterwegs bin, wie oft ich höre, wenn ich so von unserem Lifestyle erzähle, den wir uns inzwischen ja auch kreiert haben und den du dir mit deinem Seelenplan auch kreieren kannst. Das sind Dinge, die braucht man nicht. Ich habe gerade die Woche noch erzählt, dass wir am Donnerstag, diese Woche Donnerstag ist es, da habe ich uns, wir gehen ja sowieso schon seit Jahren einmal im Monat in eine Therme, den ganzen Tag, wo wir es uns gut gehen lassen, mit Aufgüssen, mit Massagen und genießen. Und da haben wir kürzlich eine Seezeitlodge, nennt sich das, entdeckt. Die ist so etwa 30 Kilometer von uns weg. Das können auch 40 sein, weiß nicht genau. Also ein ganz, ganz nobles Hotel, ein nobler Schuppen. 5 Sterne haben die, glaube ich, mit einem Spa-Bereich. Und da kann man verschiedene Pakete buchen. Und ich habe uns das Waldgeflüster gebucht. Das heißt, wir kommen da morgens an, bekommen Bademantel gestellt, bekommen die Schuhe gestellt, die Handtücher, wir brauchen nichts mitzunehmen. Dann beginnen wir den Tag dort erstmal mit einem Brunch und dann können wir Sauna, Spa-Bereich, Massagen, alles nutzen, was wir gerne möchten. Also alles so, ja, ich sag mal vom Feinsten. Frisch gepresste Säfte und Smoothies stehen den ganzen Tag zur Verfügung. Nachmittags gibt es noch Kaffee und Kuchen und abends gibt es auch noch ein leckeres Essen. Und ja, dann fahren wir wieder nach Hause. Wieder zurück viel mehr. Und wenn ich solche oder ähnliche Dinge dann erzähle oder auch mein Gegenüber dazu inspiriere, sich sein ideales Leben zu kreieren, dann höre ich so oft, das sind Dinge, die brauche ich nicht. Ich komme mit ganz wenig Geld klar und so weiter. Und das sind Dinge, die habe ich früher auch gesagt, das braucht man nicht. Aber schau mal, die Seele und das eine schließt das andere nicht aus. Das ist die eigentliche Botschaft, die ich dir hiermit vermitteln möchte. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin sehr, sehr gerne ganz simpel und einfach in der Natur unterwegs. Es sind jetzt auch so einige Kilometer hier, um am Schwimmbad anzukommen. Zurück werden wir wohl mit dem Taxi fahren. Und dieser Luxus, sich das zu gönnen, sich seiner Seele sowas mal zu gönnen und dem Körper es gut gehen zu lassen, war früher auch nicht in meiner Welt. Aber mit jedem, mit dem ich spreche, der sowas mal ausprobiert hat und zugelassen hat, unabhängig jetzt von mir selbst, sagt, es tut einfach nur gut. Es tut einfach nur gut. Und wobei ich dabei aber auch, selbst wenn ich jetzt so mal zur Kosmetikerin oder so gehe, Gesichtsmassage oder sowas, da schaue ich nicht, nichtsdestotrotz, ich bin ja auch dennoch ökologisch angehaucht, dass möglichst mit Naturkosmetik gearbeitet wird. Mit wenig oder ja gar keinen Konservierungsstoffen, das mache ich zu Hause oder wenn ich unterwegs bin. Ich lasse da keine Chemie oder irgendwelche Cremes mehr an meiner Haut. Und wenn ich mir sowas gönne, dann schaue ich, dass wenigstens halbwegs mit Naturkosmetik gearbeitet wird. Mit einer guten Qualität, mit ganz, ganz wenig oder auch ja weitgehend keine Konservierungsstoffe. Natürliche Dinge einfach. Und das möchte ich dir hier einfach mal so mit als Botschaft noch auf den Weg geben, dass das eine
das andere nicht ausschließt. Es darf sowohl das eine als auch das andere sein. Und unterm Strich geht es darum, dass du dir das erlaubst, ganz ehrlich das erlaubst, mit deinem Seelenplan dein Leben so zu kreieren, wie es dir entspricht. Und wenn du dann irgendwann den Impuls hast, so einmal im Monat oder auch einmal die Woche, bei uns ist es einmal im Monat, dir einen Wohlfühltag zu gönnen, alleine oder mit deinem Schatz, egal wie du das in dir findest. Und wenn das der Fünf-Sterne-Schuppen ist oder wenn es Waldbaden ist, einfach einen Tag im Wald unterwegs zu sein, das eine schließt das andere nicht aus. Und da tut es nicht nur dem Körper und der Seele auch einfach gut, wenn du die Wahl hast. Wenn du einfach auch in der Richtung, und da spielt einfach nochmal das Thema Geldmindset mit einer Rolle, dass du dein Geldmindset auch auf ein anderes Level bringst, auf ein gesundes Level, weil wir haben da so ein krankes Verhältnis zu dem Thema Geld. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ich komme mit ganz wenig Lebensenergie aus. Das ist überhaupt nicht in unserem Bewusstsein. Und Geld ist nichts anderes auch als eine Form von Energie. Da kommen wir auf die Idee zu sagen, ich komme mit ganz wenig Geldenergie aus. Warum? Warum? Das sind alles Schleier, Themen und Glaubenssätze, die über uns gelegt wurden und von denen wir uns im eigenen Sinne, aber auch zum höchsten Wohle aller Beteiligten, und da spreche ich jetzt nochmal das Thema an, zu spenden. Schau mal, je mehr du dein Geldmindset heilst und je mehr du dir erlaubst, das Geld, das ist ja einfach da, es steht nirgendwo geschrieben, dass das nicht zu dir fließen möchte, dass du dir viele Annehmlichkeiten auch erlauben kannst, aber je mehr Geldenergie du in dein Leben ziehst und dein Geldmindset heilst, umso mehr kannst du auch weiter fließen lassen und der Menschheit, der Umwelt, Mutter Natur, soziale Projekte, Kinder, was auch immer du unterstützen möchtest in Form von Spenden, einfach weitergeben. Okay, das möchte ich dir jetzt heute mal noch mit auf den Weg geben hier als Nachklapp zur Seelenfreude-Challenge. Okay, wir sehen uns morgen um 7.15 Uhr in frischer Frische, in neuer Frische. Bis dahin, ciao. Ich bin immer so verbunden mit dir, mit euch hier, wenn ich mich ausklinken will, das funktioniert nie auf Anhieb. Bis dahin, ciao.